Es ist gut, wenn wir das lernen und immer wieder dankbar sind für das Kreuz. Dankbar sind für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Danke, Jesus, für dein Blut. Ja? Danke, 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und es gibt nichts anderes, das dich frei machen kann von der Sünde, als das Blut Jesu. Viele wollen einen anderen Weg, suchen einen anderen Weg. Aber die Bibel gibt uns keinen anderen Weg vor. Darum sei dankbar für das Kreuz von Golgatha. Sei immer wieder dankbar für das Opfer, okay? Für das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ja? Jesus selbst sagt etwas Interessantes über die Sünde. In Johannes Kapitel 8, 34 bis 36, ja? Ab 35, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, passt auf, ihr Lieben, ja? Wer der Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja, da muss Jesus kommen und muss uns in der Sünde frei machen. Königskinder haben das Kreuz im Zentrum ihres Lebens. Also, hab das wirklich in deinem Herzen. Dort wurde der Sieg für dich errungen. Dort hat Jesus der Schlange den Kopf zertreten. Er hat den Tod besiegt. Ja? Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und das wird nur dein Sieg, wenn du dir das im Glauben nimmst. Ja? Und das ist immer wieder gut zu sehen. Denn Jesus kam, um aus der Knechtschaft, der Gebundenheit, die Sünde, die uns umstrickt, die uns gefangen hält, die uns der geistlichen Leuchtkraft beraubt, den müssen wir den Kampf ansagen. Und geh damit kleinlich mit dir um. Sei da konsequent. Du wirst in dem Maße durchbrechen und Gott erleben und seine Herrlichkeit, in dem Maße, wie du Buße tust. Das ist ein ernstes Wort, aber das muss wieder verkündigt werden. Man versucht alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen happy-clappy, alles so ein bisschen an den Teppich zu kehren, auch die Sünde. Aber ich sag dir, Gott lässt dich nicht spotten. Und Gott lässt sich auch nicht täuschen. Bei Gott zählt nur wahre, echte Buße, die ernst ist und die es ernst meint. Und du wirst Gott nicht erleben in seiner Herrlichkeit, wenn du nicht richtig Buße tust. Du wirst die Freude, die von innen kommt, und der Friede Gottes, der höher ist wie alle Vernunft, wirst du nicht erleben, wenn du nicht wirklich der Sünde den Kampf ansagst. Mensch, Ferdi, heute hast du eine ernste Botschaft. Aber manchmal muss eine ernste Botschaft sein, um durchzubrechen, ja? Durchzubrechen von der fleischlichen Natur hin zur geistlichen Natur. Herrlichkeit. Gott ist immer noch ein heiliger Gott. Und er lässt sich nicht spotten. Er ist immer noch heilig, heilig, dreimal heilig. Und er will, dass auch seine Kinder heilig sind. Du, ich predige mir selbst, nicht nur euch. Ich predige mir selbst. Ich selbst muss den Kampf mit mir leben. Ich habe selbst den Kampf, meine Sünde zu überwinden. Ja? Und stark zu sein in der Versuchung, okay? Da bin ich nicht herausgenommen. Ja? Jeder hat das, aber Gott begegnet denen, die zerbrochenen Herzens sind, die Demütigen, die bereit sind, der Sünde ins Auge zu schauen. Denen begegnet Gott. Ja? Psalm 34, Vers 19 heißt es von David: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ja? Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Die bereit sind und zu sagen, Herr, hilf mir, führe mich da raus, führe mich aus dieser Sünde, führe mich hinein in deine Gnade, okay? Ja, das ist so gut, ja? Jetzt schauen wir es mal 1. Johannes genau an. 1. Johannes, 1. Kapitel 7 bis 10. Ist ganz entscheidend, wie wir mit unserer Sünde umgehen. Also sei ein kluger und sei ein weiser Christ, der so mit seinen Sünden umgeht. Ja? Die Hoffnung für alle Übersetzung sagt es in Vers 7, leben wir aber im Licht,
so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Ja? Wir leben kein abgesondertes Christentum, wir kommen in die Gemeinschaft der Gläubigen. Ja? Ist heute gar nicht mehr so modern, wo man ja eine Internetgemeinschaft haben kann. Ja? Man kann ja im Internet genug Gemeinschaft haben, man kann sich 20 Gottesdienste sonntags anschauen. Ist möglich, aber die Bibel ruft uns in die Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Sein Blut befreit uns von aller Schuld. In Vers 8, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Ja? Das beschreibt hier die Hoffnung für alle Übersetzung sehr schön. Wenn wir sagen, wir haben doch keine Sünde, du gehörst doch ein Sünder, der Ehebrecher doch, oder der Kinderschänder oder der Mörder doch, oder die mit ihrem Hass. Ja? Das sind doch Sünder, aber ich mache doch nichts, lebe doch eigentlich gerecht. Ja? Das ist eigentlich nicht der Weg, um die Vergebung zu erlangen. Ja? Dann ist kein Fünkchen Wahrheit in uns. Ja? Schaue der Sünde ins Auge, in Vers 9. Jetzt kommt's. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ja? Aber erst wenn wir unsere Sünden bekennen, kann er dir deine Sünden vergeben. Erst wenn du sie bei Namen nennst, wenn du sie bei Namen nennst, dann bringst du sie ans Licht und du gibst sie bei Gott ab. Und Gott ist treu und gerecht und er vergibt dir. Es ist seine Zusage, du musst ihn dann auch selbst vergeben, ja? Denn Gott hat es versprochen und was Gott verspricht, das hält er wohl. Jetzt schon nochmal im Vers 10, doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Ja? Ja, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Ja? Wenn wir sagen, du, ich brauche das ist nicht für mich, ja? Dann kann Gott uns nicht helfen, ja? Dann kann er uns nicht herausführen aus der Sünde, okay? Dann kann er uns nicht hineinführen in seine Gnade, ja? Geh mal weiter. Ja? Geh mal weiter, es ist gut zu erkennen. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ich sage ja auch immer, Jesus hat uns den roten Teppich ausgerollt, ja? Auf Golgatha legt er uns einen roten Teppich aus, aber ich muss über diesen Teppich kommen. Der rote Teppich steht für das Blut Jesu. Ja? Jesus legt uns durch sein Blut den roten Teppich zum Himmel auf. Und nur über das Blut des Lammes kann ich zum Vater kommen. Anders brauche ich gar nicht zum Vater zu kommen. Der Vater hört mich nicht als Sünder. Er hört mich nur, wenn ich durch die Vergebung des Blutes Jesu zum Vater komme. Und dann habe ich Vergebung. Ja? Leben wir aber im Licht, wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Von aller Schuld. Vielleicht können Menschen dir nicht vergeben, aber Gott vergibt dir, okay? Gott vergibt dir. Er reinigt dich. Ja? In seinem Licht wandeln bedeutet, nichts vor dem Herrn zu verbergen. Die Herrlichkeit Gottes zu erleben, bedeutet, ehrlich zu sein. Du brauchst Gott irgendwo nicht etwas schön zu reden. Gott kennt dein Herz. Er kennt die Motive deines Herzens, aus welchem Beweggrund du was tust. Er weiß genau, wie du gestrickt bist. Und da brauchst du nichts schön zu reden. Sei ehrlich, sei offen. Bekenne klar und deutlich deine Schuld. Der Herr verlangt von uns nicht, dass wir sofort heilig und perfekt sein müssen, aber ehrlich sollen wir sein. Einen Sieg über die Sünde kann man nicht erlangen, indem man unehrlich ist und die Sünde einfach verharmlost oder verschweigt. Ja? Also sei clever, sei klar, sei ehrlich, sei authentisch, sei transparent vor deinem Gott. Und bekenne deine Schuld, okay? Bekenne deine Schuld, ja? Das ist es einfach, das so wichtig ist, ja?
Gott schenke uns Sündenerkenntnis. Ja? Diese Sündenerkenntnis bekommt man auch im Gebet, indem man ehrlich sagt, zeig mir auf, was dir nicht gefällt. Zeig mir auf, wo ich lau geworden bin. Da denken wir nicht an Sünde. Oder wo ich faul geworden bin. Wo ich nichts mache für das Evangelium. Gleichgültigkeit ist eine echte Sünde, ihr Lieben. Die Woche doch, was sie wollen. Was schert mich die Menschen um mich herum? Ja? Sollen sie in die Hölle gehen? Das ist eine Haltung der Gleichgültigkeit, die Gott nicht gefällt. Und hier will der Geist Gottes rein und will dir wieder eine Leidenschaft schenken. Und er gibt dir auch diese Freude beim Bekenntnis. Und er gibt dir auch die Kraft, die Sünde zu lassen. Die Sünde nicht mehr zu lieben. Ja? Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Okay? Das ist gut und immer wieder zu tun. Ja? Wenn wir das ehrlich beten, ja, dann kommt der Heilige Geist. Das Bild drückt das so schön aus. Hier, der Geist Gottes nimmt das Mädchen bei der Hand und führt es zum Kreuz. Das ist ein geistliches Bild. Drückt so aus, führt uns zum Kreuz von Golgatha. Komm, mein Kind, hier kannst du abladen. Das ist ein Abladeplatz. Hier mache ich dich frei. Ja? Also, Römer 2, Vers 4 sagt uns, weißt du nicht, dass Gottes Güte zur Buße leitet. Es ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Güte. Ja? Der Heilige Geist nimmt dich bei der Hand und führt dich zum Kreuz. Ja? Das ist einfach so. Und es ist so wichtig, dass wir Jesus in unserem Zentrum unseres Herzens haben. Johannes 1, Vers 12 sagt uns, die ihn, diesen Herrn Jesus, aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also man wird nicht Gottes Kind durch eine Geburt. Man wird nicht Gottes Kind durch eine Kindtaufe oder durch eine Firmung oder durch eine Kommunion. Man wird Gottes Kind durch die Entscheidung, Jesus in sein Herz aufzunehmen. Das ist ganz wichtig. Und dann geschieht diese Buße. Man sagt, Jesus, komm in mein Herz. Und dann, wenn du dieses Herz ernstlich meinst, dann kommt der Geist Gottes und zeigt dir deine Sünden auf. Komm, mein Kind, ich gehe mit dir auf Golgatha. Da kannst du deinen Rucksack abladen, okay? Und das ist so gut, das ist so wertvoll, das ist so schön. Die gute Corrie ten Boom hat auch mal gesagt, wenn der Herr deine Sünden abnimmt, wenn dir der Herr deine Sünden abnimmt, siehst du sie niemals wieder. Er wirft sie in das tiefste Meer, vergeben und vergessen. Ich glaube sogar, dass er ein Schild darüber anbringt, Fischen verboten. Ja? Fischen verboten. Ja? Christen gehen ja wieder oftmals hin und fischen die Sünde wieder hoch. Ja? Und fischen sie wieder hoch und können sich selbst nicht vergeben und leben da in der, dass sie sich selbst nicht loslassen können, die Sünde, oder sie selbst nicht vergeben können. Aber Micha 7, Vers 19 oder 18 und 19, dort heißt es, er wird sich unserer wieder erbarmen, unserer Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden, egal was, in die Tiefe des Meeres werfen. Er stellt ein Schild auf, Fischen verboten. Ja? So geh auch mit deiner Sünde um. Wenn du deinem Gott bekannt hast und ihn auch darum gebeten hast, hilf mir, diese Sünde zu überwinden, nicht immer in dieselben Dinge zu fallen. Hilf mir darin, die Kiste auszuschalten. Hilf mir, nicht immer im Zorn zu handeln. Hilf mir, nicht immer Böses über meine Kinder auszusprechen. Hilf mir. Dann ist der Geist Gottes dabei. Und viele andere Dinge. Ja, da kannst du so vieles einfügen aus deinem Leben, okay? Das kannst du so vieles einfügen. Aber Gott kommt, um dich reinzuwaschen. Ja? Das ist einfach so. Es ist gut zu wissen, ja? Was heißt eigentlich hier Buße tun. Ja? Der Volksmund sagt, Erkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Wenn die Erkenntnis allein bleibt und sich nichts ändert, dann nutzt sie nicht viel. Es braucht die Konsequenz, konkrete Schritte der Veränderung zu gehen. Ja?
Wenn die Bibel hier von Buße spricht, dann hat sie dieses griechische Wort Metanoia. Und das griechische Wort Metanoia hat die Bedeutung Umdenken, Sinnesänderung, die Umkehr des Denkens, anders zu denken, anfangen zu denken, wie es Gott gefällt, Umdenken, Sinnesänderung, Sinneserneuerung. Ja? Das Neue Testament fordert die Christen auf, die Erneuerung ihres Sinnens zuzulassen. Erneuert eure Sinne. Das ist eine der wichtigsten Herausforderungen des Neuen Testamentes. Okay? Ja? Erneuerung des Sinnes. Ja? Es ist so gut. Ja? Offenbarung 3, Vers 19, das heißt es, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Ja? Hab kein falsches Verständnis von Buße. Hab nicht irgendwo da einen Gedanken von Selbstkasteiung oder was sie heute so praktizieren. Sie peitschen sich selbst oder sie drücken sich Dornenkronen in den Kopf oder manche lassen sich in manchen Ländern auch ans Kreuz schlagen. Ja? Das ist nicht die Buße, die die Bibel uns zeigt. Die Bibel spricht von Erneuerung des Denkens, Umdenkens. Anders zu denken, so zu denken, wie es Gott gefällt, okay? Das ist es, die Sünde zu überwinden, ja? Wenn wir das Wort Buße hören, dann verbinden wir damit meistens Bußgeldkatalog oder sonst eine Strafe. Aber das Neue Testament übersetzt Buße mit Metanoia. Meint Umdenken, Sinnesänderung, Umkehr des Denkens. Und wenn Jesus einfach das Reich Gottes verkündigte, ja, er ging zu den Menschen, ja, er lebte mitten unter den Menschen. Dann ging er, Jesus predigte, tut Buße. Denkt um, ihr Lieben. Gott ist anders, als ihr denkt. Ja? Denkt um, ihr Lieben. Lernt mich kennen. Lernt den Vater kennen. Ich transportiere euch den Vater. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Es ist unter euch. Ja? Das ist es, das, was er so herauszeigen will mit dem Reich Gottes, okay? Es ist gut zu wissen, dass er da ist. Darum, tägliche Reinigung ist nicht nur für unseren äußeren, sondern auch für unseren inneren Menschen wichtig. Jesus sagte etwas Interessantes zu Petrus, ja, bei der Fußwaschung. Also er sagte zu Petrus hier bei der Fußwaschung, er wollte ja nicht, dass er die Füße wäscht. Und Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn ich dich nicht reinige durch mein Blut, dann hast du keinen Teil an mir. Und du kommst jetzt zum Papa im Himmel. Ja? Interessant. Darum tägliche Reinigung ist wichtig. Wie wir unser Gesicht waschen, wie wir unseren Körper waschen. So wasche dich jeden Tag rein durch das Blut des Lammes, okay? Das ist so wichtig, das ist so Gott erleben. Hier, David hat es auch so erlebt, ja? Reinige mich. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Okay? Weiß wie Schnee. Er macht uns weiß wie Schnee. Ingolf Elsel sagt immer so schön, Gott will mit dem Feuer kommen und in deinem Herzen Raum schaffen, und den Schrott beseitigen. Das ist das, wenn Gott uns begegnet. Wir schmeißen den Schrott, alles, was in unserem Herzen noch Werke des Fleisches sind, Neid, böse Gedanken, nicht die richtige Haltung zu haben, werfen wir raus, werfen es auf Jesus, ja, und er macht uns frei. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Lass mich im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Ich bin bereit, mein Fleisch zu kreuzigen. Meine egoistische Natur, die immer nur ich, meiner ich und nicht sich selbst liebt. Okay? Das ist es, was wir so sehr brauchen. Aber dann kommt er und wäscht uns rein. Ja? Jesaja 1, Vers 18 sagt, selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Die Sünde, egal was es ist, wenn sie scharlachrot ist, sie soll schneeweiß werden. Okay? Das ist so gut, das ist so gut zu wissen. Und dann tun wir echte Buße. Ja? Lass uns aufstehen. Mit diesem Gedanken will ich schließen. Ja? Und dieser Gedanke ist gut. Du kannst
immer Buße tun. Beten heißt mit Gott sprechen. Du kannst mit ihm wie mit einem Freund reden. Gott ist da. Du bist authentisch, du bist ehrlich, du spielst nichts, bist transparent. Und wenn du betest, kommt es Gott mehr auf die Einstellung deines Herzens an, als auf die Worte, die du sagst. Wie bist du innerlich eingestellt? Ja? Diese vier Punkte sind einfach gut. Erstens mal erkenne deine Sünden und dein Verlangen nach Jesus Christus. Ja, ist in deinem Herzen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche die Vergebung deines Blutes. Zeig mir meine Sünden auf. Ein zweiter Schritt ist, bekenne Christus aufrichtig alle deine Sünden. Auch wenn wir nachher Abendmahl feiern, ist es gut, dass man gereinigt zum Abendmahl kommt. Dass man freikommt von Sünde und Schuld mit einem reinen Gewissen. Und dann können wir das feiern. Jesus gab sein Leib, sein Brot, er gab sein Blut. Drittens, entschließe dich, sie mit seiner Hilfe nicht mehr zu begehen. Ja? Wenn du die Sünde liebst, hast du ein Problem. Das ist, glaube ich, das größte Problem von Christen heute. Man liebt die Sünde. Man arrangiert sich damit, und das tun doch alle. Man entschuldigt sich selbst. Und jeder macht es doch. Ja? Ja, wenn man so blöde Sprüche hört, den Appetit hole ich mir bei anderen und Gäste gibt dahin. Zum Beispiel, das sind so blöde Sprüche, die unserem Zeitgeist behaftet sind. Aber entschließe dich, sich mit seiner Hilfe nicht mehr zu begehen. Entschließe dich, der Sünde wirklich den Kampf anzusagen. Ja? Sei kein Feigling mehr. Sei mutig und stark. Übergib jetzt Jesus Christus dein Leben und bitte ihn, Herr deines Lebens zu sein. Jesus will nicht nur ein guter Lehrer sein. Er will nicht nur, dass du eine gute Meinung über ihn hast und ihn akzeptierst als guten Lehrer. Er will dein Herr und er will dein Heiland sein. Ja? Zuerst ist er mal dein Heiland. Ja, wenn er dein Heiland geworden ist, dass er dir deine Sünden vergibt, dann will er auch dein Herr sein und dein Leben anleiten dürfen. Er will dich führen und lenken dürfen. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du ein guter Gott bist und die du liebst, die züchtigst du, die erziehst du. Vater, ich danke dir so, dass du uns immer wieder auch konfrontierst mit unserer Schuld. Dass wir wirklich, wo wir da lau geworden sind und schwach geworden sind und wirklich der Sünde nicht mehr der Kampf angesagt haben, dort schenk uns Veränderung. Schenk uns den Mut, der Sünde ins Auge zu schauen. Und dann wollen wir unsere Sünden erkennen, weil du sie uns aufzeigst, Vater, durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen unsere Sünden bekennen, wirklich mit unserem Mund aussprechen. So bringen wir sie ans Licht und wir schneiden sie bei dir ab. Wir bringen sie ans Licht und werfen sie bei dir ab am Kreuz von Golgatha, Jesus. Du hast dort bezahlt. Und wir wollen diese Sünde lassen. Gib uns da die Kraft, wirklich auch Grenzen zu ziehen, Mauern zu bauen, dass wir nicht immer wieder in dieselbe Sünde fallen. Und der Sünde Knechte sind und da gefangen sind, dass diese Sünde uns umstrickt und beraubt uns unserer Leuchtkraft, dass wir nicht mehr Leidenschaft haben, für das Evangelium weiterzugeben, dass wir keine Freude mehr am Wort Gottes haben. Gib uns die Kraft, der Sünde wirklich zu lassen, sie nicht mehr zu lieben, sie echt zu überwinden. Mach uns zu strahlenden Gotteskindern, die die Herrlichkeit Gottes erleben. So segne jeden Zuhörer mit einem zerschlagenen und demütigen Geist. Und gib uns ganz neu, Vater, einen neuen und beständigen Geist, der uns im Geist wandeln lässt, damit die Frucht des Geistes durch unser Leben zum Tragen kommt. Dass die Liebe, Herr, dass wir Kanäle deiner Liebe sind, dass wir unseren Liebesmangel auffüllen bei dir, oh Vater. Gib uns der Friede Gottes, der höher ist als wir alle Vernunft.
Gib uns die Freude, die von innen kommt. Gib uns Barmherzigkeit. Zerbrich die Kruste der Gleichgültigkeit. Dass wir Menschen uns egal sind. Zerbrich das in uns, Herr, und gib uns eine Leidenschaft, für sie zu beten, für sie in den Riss zu treten und sie ins Reich Gottes hineinzulieben. Gib uns diese Gnade, die wir auch erfahren haben, denn deine Gnade hat uns zur Buße geleitet. Gib uns auch die Selbstbeherrschung, die Selbstdisziplin, dass wir wirklich der Sünde den Kampf ansagen, sie nicht mehr lieben und sie wirklich, wirklich dagegen angehen und sie überwinden durch das Lammesblut und durch das Wort unseres Zeugnisses. Vater, so segne jeden Zuhörer in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.